Moin Leute und herzlich willkommen zur vierten Alt-F4 Show. Heute allerdings eine sehr kleine Miniaturausgabe, von nur weil ich keine Zeit habe, noch was Größeres zu machen, weil ich sonst niemanden mehr in kurzer Zeit gefunden habe, der mit mir da jetzt das Ganze aufnimmt und jeglichem anderen Blub. Egal. Heute habe ich einfach nur ein paar Fakten und unnützes Wissen rausgesucht und würde sagen, fangen wir direkt an. Die meisten Hunde verschlucken ihre Milchzähne. Okay, also Hunde bekommen auch Milchzähne, nur damit das mal klar ist. Der deutsche Rekordschwimmer Paul Biedermann fiel als Kind durch die Seepferdchenprüfung. Und ja, das ist oft so. Ich meine, ich kann nicht mal Minecraft spielen und trotzdem mache ich Let's Plays dazu. Irgendwie komisch. Der Geruch weiblicher Tränen tönt Männer sexuell ab. Geht man zu Fuß auf den Eiffelturm, muss man 654 Stufen nehmen. Also perfektes Training ever. Bei Männern in glücklichen monogamen Beziehungen sinkt der Testosterongehalt im Blut. Und wer jetzt nicht weiß, was monogam und Testosteron bedeutet, Google ist ein Freund. 59% der Deutschen sprechen mit ihrem Auto. Kein Wunder, wir sind doch so eine Autonation. Och, ja, du bist ja ein braves Auto. Ja, oh, du bist ja ein braves Auto. Ja. Ich sollte damit aufhören. Im Französischen gibt es die Wörter Le Leitmotiv und Le Waldstermen. Je suis le Leitmotiv pour Le Waldstermen und ich nur verstehen wann auf. Ich nicht können Französisch, deshalb ich gleich gehen auf translate.google.com und dann guck ich mal von Deutsch nach Französisch. Wir suchen nach Waldsterben. Nein, nicht nach Waldstedt. Ja, falsch verstanden. Da, Waldsterben. Dépérissement des forêts. Und okay, das hat er wohl nicht. Und Leitmotiv. Ah, Google Übersetzer ist das wohl nicht drin. Anscheinend gibt es das auch genauso wie im Englischen Rucksack und Kindergarten. Oder Poltergeist. Gibt es wirklich. Die britische Labour Party, also Partei, singt ihre Parteihymne The Red Flag zur Melodie von Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Muss ich mal dieses Jahr in Weihnachten probieren. Oh, Tannenbaum. Und nein, ich blende jetzt keine Aufnahme davon rein. Kaiserin Sissi hatte so faule Zähne, dass sie fast nie lachte. Das Thomas im Künstlernamen von TV-Moderator Dieter Thomasek wurde 1965 durch einen Aufruf in der Bravo bestimmt. Also dieses hässliche Magazin, das jetzt mit YouTubern Geld machen will, ohne dass die was wissen davon. Also wenn ihr wisst, was ich meine und wenn ihr mal ein bisschen in Medien guckt, egal. Zur Auswahl standen damals nämlich Ralf, Thomas, Ted, Kai und Michael. Für die Dreharbeiten der legendären Duschszene in Psycho, hier ein kleiner Ausschnitt, oder auch nicht, musste Janet Lake eine Woche lang immer wieder unter der Dusche stehen. Sexy. Guido Westerwelle, das war mal so ein Politiker, ist jetzt leider in Vergessenheit geraten, heißt in Gebärdensprache Aknehaut. Warum wohl? Ich hab keine Ahnung. Alle Kontinente außer der Antarktis sind im Norden breiter als im Süden. Und weil ich hier gerade eine Weltkarte vor mir hab, es trifft wirklich zu. Aus weiter Antarktis natürlich, weil der liegt ja auf dem Südpol. Bei Australien bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wenn man genau hinguckt, ja, es stimmt. Und das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Könnt ihr mal selber nachgucken. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Erde im Jahr 2600 eine halbe Stunde mehr brauchen wird, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen. Das heißt, ein Tag wäre dann 24,5 Stunden lang. Das Leben des Brian, also dieser eine Film,
Wer den nicht kennt, geht jetzt bitte in die Ecke und schämt sich. Das Leben des Brian wurde in Schweden mit dem Slogan so witzig, dass er in Norwegen verboten wurde, beworben. Die ersten Ostfriesenwitze wurden 1968 bei einer Klassenfahrt nach Berlin erzählt. Als ihr Erfinder gilt der Psychiatrieprofessor Borwin Bandelow, der damals als Schüler dabei war. Und so entstehen Running Gags. Wieder was gelernt. Bildszene, wo wir wieder beim Thema wären, werden locker, weil körpereigene Zellen gezielt ihre Wurzeln auflösen. Das Lächeln der Mona Lisa ist 4,4 cm breit. Aha. Und warum lächelt die nur und lacht nicht? Vielleicht ist es bei der genauso wie bei Prinzessin Sissi, Kaiserin Sissi, der so faule Zähne, dass sie fast nie lachte. Ja, und deshalb halt nur das Lächeln. So wird ein Mythos gemacht. Die französische Version von LOL, Laughing Out Loud, wer es noch nicht weiß, ist MDR, Mord de Rire. Ja, die Franzosen müssen für alles eine eigene Übersetzung machen. Thais benutzen dafür die Ziffern 555. 5 spricht man auf Thai H aus. Also, für alle, die es immer noch nicht kapiert haben, HHH. Mit 15.000 Quadratmetern ist das Fitnessstudio Meridian in Hamburg das größte Europas. Und das ist wirklich verdammt groß. Und ich sollte meine beschissene Stimme mal abändern auf etwas ganz Normales. Denn das klingt behindert. Wahrscheinlich, weil ich selber behindert bin. Punkt. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit der Mini-Alte-4-Show Nummer 4. Wir sehen uns dann entweder im nächsten Video oder, wenn ihr wollt, zur nächsten Alte-4-Show. Das dauert aber noch ein bisschen, bis die kommt. Denn erstmal beginnt Alte-4 Season 2. Und dann dauert es noch ein bisschen, bis die nächste Alte-4-Show kommt. Hoffentlich wieder mit ganz vielen anderen Leuten, so wie es ja eigentlich geplant war. Auf jeden Fall sehen wir uns dann irgendwann mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao, ciao.